willkommen bei Grizzles Delicious. Heute starten wir mit dem Oster-Special Teil 2 und heute geht es an die herzhafte Variante. Also an alle, die an Ostern auch zum Brunch zum Beispiel, also es ist eigentlich eine perfekte Idee zum Brunch, eher was Herzhaftes mögen, die können heute oder die passen heute hoffentlich gut auf, denn wir backen einen ganz leckeren Pesto-Osterkranz. Und ich zeige euch ganz schön die Zutaten, damit wir auch schon direkt losstarten können. Denn das Rezept geht im Endeffekt eigentlich ratzfatz und ich verrate euch wie. Für den Teig benötigen wir einen halben Würfel Hefe, einen Esslöffel Zucker, 350 ml warmes Wasser, dann einen Teelöffel Salz, hier ein ganz leckeres Basilikum-Knoblauchöl, das von Maiolio, das ist übrigens die Geheimzutat an alle, und 500 Gramm Mehl Typ 405. So ihr Lieben, heute zeige ich euch die Hefeherstellung ohne den Thermomix extra für die, die keinen haben, damit ich euch demonstriere, dass es auch wirklich so funktioniert. Ich habe jetzt hier das Wasser ja lauwarm, das heißt ich habe es einfach die Hand unter den Wasserhahn gehalten, auf warm gestellt und quasi so, dass es einfach lauwarm ist, ungefähr so von der Temperatur. Dann bröseln wir hier den Hefewürfel einfach rein. Geben dann den Esslöffel Zucker hinein. Und dann rühren wir das Ganze einfach hier mit so einem Schneebesen um. Ich muss aufpassen bei meiner Schüssel, die ist randvoll. Dann decken wir das Ganze einfach mit einem Deckel ab und lassen das Ganze einfach so 10 Minuten ruhen ungefähr. Und dann zeige ich euch, wie das gleich aussieht. So ihr Lieben, der Deckel ist mir hier schon ein paar Mal aufgegangen, weil das hier drinnen brutzelt. Diese flüssige warme Masse kommt jetzt einfach hier in die Rührschüssel. Oh, hört ihr das? Da hört man, dass das Hefe gearbeitet hat oder immer noch arbeitet. Ich habe im Übrigen hier diese Keramikschüssel mit warmem Wasser ausgespült. Das bedeutet, die hat auch noch eine kleine Restwärme. Und dann geht der Teig nämlich auch noch mal ein bisschen besser und schneller auf. Wenn man jetzt den Thermomix benutzt, hat man gar keinen Stress. Dann macht man einfach wieder 4 Minuten. Also quasi Hefewürfel mit Wasser und Zucker 4 Minuten, 37 Grad Stufe 2. So, da kommt jetzt als allererstes das Mehl hinein. Ich mache ruhig das Ganze rein, ich denke, wir brauchen auch das Ganze. Dann kommt da noch das Salz hinein. Und jetzt werde ich die KitchenAid schon mal anstellen und gebe dann nach und nach die 4 Esslöffel Olivenöl rein. Ich habe noch zusätzlich Mehl reingemacht. Ich schreibe wie immer unten in der Infobox dann genau rein, wie viel Mehl ich dann noch nachgegeben habe. Aber wichtig ist, egal wie viel ich da immer reinschreibe, achtet einfach immer darauf, dass der Teig sich einfach vom Rand löst, sobald er mixt. Dann weiß man, dass er fertig ist. Wenn er noch unten kleben bleibt, dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Mehl. Ich tue den jetzt mal hier auf die Backmatte. Dann formen wir ihn nochmal zu einer schönen runden Kugel und lassen den dann nochmal für eine Stunde ruhen. Und wenn ihr den Teig riechen könntet, dann würdet ihr wahrscheinlich auch am liebsten reinbeißen wollen, denn das Basilikum-Knoblauchöl riecht total lecker. Ich gebe gerade nochmal hier oben ein bisschen Mehl rein. Jetzt mehlen wir auch noch ein bisschen die Schüssel.
damit der Teig da nicht ankleben bleibt. Dann tun wir den Teig da rein, geben nochmal ein bisschen Mehl oben drauf, damit der nicht austrocknet. Und dann decke ich die Schüssel ab und stelle die drüben auf die Heizung. Wichtig ist, dass ihr dem Raum kein offenes Fenster habt, kein Luft zukommt. Dann passiert auch nichts und euer Hefeteig klingt hundertprozentig. Ich würde sagen, ich lasse den jetzt für eine Stunde ruhen und wir sehen uns gleich wieder. So ihr Lieben, mein Teig ist jetzt eine halbe Stunde aufgegangen. Und jetzt verarbeiten wir ihn weiter. Dazu nehmen wir ihn mal aus der Schüssel raus. Und er riecht immer noch herrlich. Und jetzt rollen wir den einfach groß rechteckig aus. Man kann ihn auch immer mit den Händen ganz gut erstmal in Form ziehen. Wenn man so Druck an die Außenkante gibt, dann kriegt man es auch hin, so ein bisschen die Ecken hier zu formen. Weil das, wir formen es ja gleich zu einer Rolle und so kriegt man dann einen geraden Abschluss hin. So ihr Lieben, jetzt bestreicht ihr das einfach mit dem Pesto eurer Wahl. Da ich im Moment leider keine frischen Basilikum habe, habe ich jetzt hier einfach ein Pesto aus dem Geschäft genommen. Mein Lieblingspesto, das ist mit Basilikum, mit Parmesankäse und da sind Cashewkernen sogar drin. Also super lecker. Damit bestreiche ich das Ganze jetzt. Ach, wenn ich das Ding aufkriege. Ich zeige euch aber gerne, wenn Saison ist, auch ganz leckere Pesto-Rezepte. Die gehen ja am Thermomix ratzfatz und das ist wirklich kein Akt, die herzustellen. Ich finde, man sollte halt immer nur darauf achten, dass man frische Zutaten benutzt und wenn man sie nicht hat, dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn man dann auf sowas zugreift. Denn hier sind nämlich auch wirklich Basilikumblätter. Es riecht super aromatisch und es riecht eigentlich echt fast wie selbstgemacht. Aber wenn ihr mögt, kann ich euch dazu auch gerne noch Videos machen im Sommer. Und hier sind jetzt 190 Gramm. Die werde ich auch mit Sicherheit hier komplett verteilen. Dann verteilen wir das Ganze. Dabei lassen wir dann hier vorne so einen Rand, damit wir den dann da abschließen können. Also eigentlich kann es nur lecker schmecken, so wie das hier riecht. Der Teig hat schon total toll aromatisch gerochen durch das Öl. Und das Pesto riecht auch echt super lecker. Ich bin mal ganz gespannt, wie es schmeckt. Probiere ich jetzt auch gerade zum ersten Mal aus. Dann rollen wir das Ganze jetzt hier auf. Ich werde es einfach so formen, wie ich immer meinen Nussstriezel forme. Ich denke, das sieht dann auch ganz süß aus als Kranz. Jetzt wird das Ganze einfach der Länge nach aufgerollt. Man kann das im Übrigen, wenn man so eine Folie hat, auch einfach so machen. Da wir ja hier die Dauerbackfolie haben, dürfen wir nicht mit dem, also eigentlich darf man gar nicht darauf schneiden. Wenn man das mit Gefühl macht, kann man das machen. Ich nehme auch hier die stumpfe Seite und schneide jetzt einfach, halbiere den Schlauch hier. Eins mit Zacken ist da immer ganz gut. Ja, geht viel einfacher. Und denkt dran, nicht unten an die Folie kommen. Sonst ist das ja ärgerlich, wenn man sich die eigene Folie kaputt macht, ne? So. Dann nimmt man die Enden, klappt das Ganze hier so auf. Und dann zwirbelt man das einfach hier so umeinander rum. Das Ende lassen wir offen, denn das werden wir dann am Ende so zusammenstecken. Jetzt habe ich mir auch schon mal das Backpapier hier, beziehungsweise das, mein Blech hingetan. Und jetzt werden wir das Ganze auch hier direkt drauflegen. Und jetzt schneiden wir
das hier auch weiter auf, die Mitte entlang. Und dann wird das Ganze auch einfach weiter gezwirbelt. Wenn euch hier irgendeine Form nicht gefällt oder so, wie ihr es zurechtgelegt habt, könnt ihr das Ganze einfach so lange drehen und wenden, bis es euch gefällt. Und dann lege ich hier die unteren Ecken zusammen oder klebe die zusammen. Und die lasse ich auch so ineinander übergehen, damit wir hier einen schönen Abschluss haben und das hier auch noch zusammenhält. So, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ich finde, so sieht es ganz, ganz hübsch aus. Und jetzt wandert das Ganze in den kalten Backofen. Wer Zeit hat, kann das natürlich so aufgehen lassen, aber weil es ja ein Brunch-Rezept ist und man morgens nicht allzu viel Zeit hat, da ist ja schon die Aufgehzeit vom Hefeteig genügend, werden wir das in den kalten Backofen bei 190 Grad Ober-Unterhitze machen, vermutlich so für 35 Minuten. Ich sage euch dann einfach gleich die genaue Backzeit. Bis gleich! So ihr Lieben, ich bin endlich fertig und der Kranz hat jetzt übrigens wirklich 30 Minuten im Backofen gewesen. Auf gar keinen Fall, also passt auf gar keinen Fall länger lassen, weil ihr seht, hier oben ist es schon so ein bisschen dunkel geworden. Da ist das Pesto schon so ein bisschen leicht. Ja, also es ist noch okay, aber es dürfte nicht dunkler sein. Ich probiere das Ganze für euch, beziehungsweise muss ich ehrlich gestehen, guckt, ich habe schon ein bisschen probiert. Denn es riecht so lecker hier drin, ihr könnt euch gar nicht diese Gerüche hier vorstellen. Also das ist super verlockend hier. Aber ich beiß nochmal für euch ab. Also ich finde, man sieht so richtig schön durch das Pesto hier die verschiedenen Schichten. Dadurch, dass wir es ja gerollt haben und dann aufgeschnitten haben. Hier wunderschön. Und durch das Pesto, da ist ja ziemlich viel Öl und durch die Cashewkerne und alles ist ja ziemlich fettig. Deswegen ist auch hier der Hefeteig so schön fluffig, ne? Ich probiere. Was kann ich euch sagen? Das schmeckt einfach nur phänomenal. Ich würde sagen, ihr müsst das unbedingt nachmachen. Also ehrlich, also ohne Spaß, wirklich. Super lecker. Wenn ich jetzt das Ganze nochmal machen würde, könnte ich mir vorstellen, dass hier auch ganze Nüsse lecker sind, wenn da noch so ein bisschen was drin ist zum Knacken. Und vielleicht auch noch so ein ganz bisschen frischer Parmesan drüber. Ich glaube, das würde auch super gut passen. So ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch für dieses Rezept inspirieren, es nachzumachen. Denn es ist wirklich, also fast mein Lieblingsrezept, glaube ich, demnächst. Das kann man dann auch gut zu irgendeinem, wenn man abends zum Grillen eingeladen ist, nehmen. Also nicht nur zu Ostern. Wir vernaschen das Ganze jetzt. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und schreibt mir ruhig in die Kommentare, wie ihr meine Videos findet. Wenn sie euch gefallen, macht einen Daumen nach oben. Und abonniert meinen Kanal ganz, ganz wichtig, damit ihr die nächste Folge auch nicht verpasst. Also einen schönen Sonntag euch noch. Tschüss!